Oh, hier ist wieder Nadine von Hängebauchmaus. So, ich habe mal wieder meinem Hobby gefrönt. Und zwar haben ist besser als brauchen. Ich habe eingekauft. Das ist jetzt nur eine Teillieferung. Ein bisschen was ist noch auf Nachlieferung. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe auch noch ein bisschen Farbkarton bestellt. Das, glaube ich, ist jetzt nicht so interessant, wo mir ein paar Farben ausgegangen sind. Ich habe mir bestellt. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen was vorbereitet und das schon auf Magnetfolie aufgebracht, wie ich das immer mache. Super, jetzt ist das Ding hier falsch rum reingelegt. Und zwar Stanzformen Wunschworte. Das aus dem Hauptkatalog. Das ist jetzt gar nichts Spezielles aus dem Mini-Katalog. Und ich habe mir das einmal ausgestanzt und das auch in der Reihenfolge, wie es hier drin ist, quasi aufgeklebt. Da könnt ihr jetzt sehen, wie das aussieht, wenn es ausgestanzt ist. Ein bisschen sieht man noch die Kleberänder hier. Also es ist eine Schreibschrift. Eine sehr schöne Schreibschrift. Und da gibt es ja noch ein zweites Set. Das ist das hier. Da ist die Schrift ein wenig anders. Das heißt schön geschrieben. Und das sieht so ausgestanzt aus. Da habt ihr so verschiedene Worte, die ihr da zusammensetzen könnt. Ich habe das jetzt auch nicht sinnvoll geordnet, also einfach wie es vom Platz her hinpasste. Das muss ja hier auf irgendwie draufpassen, ne? Hier haben wir dann auch noch so ein paar Zweige dabei. Ein Schmetterling, drei solche kleinen Blümchen, ein kleines Herzchen, ein Vögelchen. Ich weiß nicht so richtig, ob das eine Kerze sein soll. Weil so ein einzelnes I finde ich irgendwie komisch. Vielleicht ein Ausrufezeichen. Oh Gott, ich habe es falsch rum aufgeklebt. Naja, ich Depp. Hab mich die ganze Zeit gefragt, was das sein soll. Ein Ausrufezeichen. Okay, ich hätte vielleicht mal einen Katalog gucken sollen. Da ist es wahrscheinlich richtig rum drin. Also ihr seht, ihr habt hier den Geburtstag und den, ne? Das ist sehr unterschiedlich. Also da könnt ihr mit der Schrift ein bisschen spielen. Jo, das fand ich ganz schön. Ich habe ja schon so ein paar Schriften, aber manchmal fehlt einem so ein bisschen was. Und bei manchen Karten gibt es ja so den Kick, wenn es nicht gestempelt, sondern ausgestanzt ist. So, was haben wir denn noch? Ich schaue jetzt Kraut. Das ist auch mal aus dem Hauptkatalog. Da hatte ich mir bei dem letzten Auspackvideo, hatte ich mir hier das Stempelset Kirschblüten bestellt. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich das hier irgendwo eingeordnet? Ich finde es jetzt gleich wieder nicht. Ne, ewige Blüten heißt das, glaube ich. Ja, ewige Blüten. Das heißt gar nicht Kirschblüten. Das so heißen die Stanzform. So, ich habe jetzt am Anfang nicht wirklich gedacht, dass ich das brauche. Aber ich meine, dass dieses Set schon 2 Jahre jetzt im Hauptkatalog ist und bald geht's ja raus. Also ich glaube, länger als 2 Jahre hat es noch kein Set drin gegeben. Und ja, ich habe mir dann gedacht, na gut, also vielleicht fehlt einem ja dann irgendwann mal die Stanzform und habe es mir noch bestellt. Also ihr könnt hier dieses Motiv, kann man hier ausstanzen und auch diese einzelnen Blätter und die Knospe. Und diese Blüte. Aber es gibt ja hier auch noch so ein paar extra Formen, ne? Da kann man also noch ein bisschen mehr damit machen. Hier auch teilweise doppelt, ne? Da muss man nicht so oft das ausstanzen. Kann man es in einem Mal durchkurbeln, sozusagen. Spart Zeit. Und also das habe ich mir noch bestellt. Jetzt räume ich das Stempelset mal wieder weg. So. Das ist auch noch aus dem Hauptkatalog. Ihr seht, ich fange heute mit dem Hauptkatalog an. Ich habe jetzt vergessen, euch das durchzuleiern. Das könnte ich jetzt eigentlich gleich mal machen. Also, das ist dieses Holzdiele. Das ist eine 3D-Prägeform. Und das werde ich euch mal schnell durchleiern. So, da bin ich wieder. Jetzt schauen wir mal. Also, so sieht das dann aus. Also man kann es natürlich auch so rum machen, ne?
Habe jetzt gleich dieses Maß genommen, mit dem ich das sowieso auch immer einordne, da in meine Box mit den Foldern. Und ja, sieht sehr schön aus, finde ich. So, also das ist der Prägefolder Holzstiele. So, dann kommen wir zum Mini-Katalog, zum noch gültigen. So, also das wollte ich mir eigentlich nicht kaufen wegen den englischen Sprüchen. Aber das Känguru ist natürlich schon süß. Das sind Klarsichtstempel. Und hier hat man ja so viele kleine Sachen auch drin, so Geschenken, Briefchen, Hütchen. Das ist so ähnlich wie bei den Erdmännchen. Herzchen, Blümchen, ein bisschen Gras sogar, Schmetterling. Und das sind die Stanzformen dazu. Und ich mache ja gern so verspielte Karten, ne? Ihr wisst's ja. Da haben wir die Stanzform. Und da kann man nämlich hier dann was. Da stanzt es dann sozusagen so ein Schnitt aus und dann kann man da was reinstecken. Bei dem Känguru. Das ist natürlich jetzt schon wieder meins, ne? Eine Karte zum Spielen. Jana musste das jetzt auch mit. So. Bei den Haien habe ich auch überlegt, aber nee, dann doch nicht. Aber das Känguru, das fand ich toll. So, dann gibt es ja im Mini-Katalog noch dieses Set. Das hat mir jetzt nicht unbedingt gleich auf Anhieb gefallen, aber ich habe damit natürlich, wie das meistens so ist, jede Menge tolle Projekte schon gesehen. Und so ein paar Luftballons hier auch, ne, die auch schon gemustert sind. Also einmal einfarbig und dann kann man das Muster drüber stempeln. So eine kleine Minischleife. Und die Sprüche sind natürlich auch schön in Schreibschrift, was ich immer ganz toll finde. Und da sind die Stanzformen dazu. Das mache ich jetzt mal schnell auf. So. Sie heißen Hurra. So wie das Stempelset. Und da ist hier, wie macht man das denn so? Also die Ballons natürlich. Dann kann man eine Girlande ausstanzen. Hier hat man so, das ist zum Prägen. Das stanzt nicht wirklich aus, sondern das prägt so eine Linie da rein. Und dieses Hurra wird dann da ausgestanzt. Das habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet für euch. Das kann ich auch mal schnell machen. Kleinen Moment. So. Das Innenleben ist gleich rausgefallen, bis auf das restliche Stück hier. Also ihr seht, ist auch nicht wirklich viel Kraftaufwand, das rauszulösen. Das ging quasi von alleine. So, also jetzt hier. Das hängt natürlich, also die Stanzform war nicht ganz so lang wie das Blatt Papier, ne? Aber so sieht das aus, wenn ihr das rausstanzt. Und ja, da habe ich auch schon Kartenbeispiele dazu gesehen. Das kann man jetzt auf dem Kartenaufleger natürlich machen, ne? Das ist also komplett dann bis zum Randausstand. Sie sind ja meistens nicht so lang. Wobei, das müsste jetzt quasi ja eigentlich auch noch. Ich schaue gerade mal, ob ich hier irgendwo eine Karte rumliegen habe. Das auch längs reicht. Das reicht sogar auch im Querform. Also wenn ihr so ein ganz normales Format nimmt von der Karte, reicht das sogar auch quer, ne? Kann man so rum machen und auch so rum. So. Also, dann habt ihr jetzt mal gesehen, wie das aussieht. Jetzt, diese Sachen hier, das glaube ich, brauche ich euch nicht zeigen. Das könnt ihr euch ganz gut vorstellen. Jetzt bringen wir das mal wieder an und räumen das wieder weg. Und dieses Hurra ist natürlich wesentlich größer als das hier, aber das kann man ja gut kombinieren, ne? So. Komm her, Schnipsel. Und dann, ja. Also Schmetterlinge. Ich liebe Schmetterlinge. Ich habe schon ganz viele Schmetterlinge. Und eigentlich brauche ich keine Schmetterlinge. Und jetzt habe ich doch noch mehr Schmetterlinge. Also, das ist ja im Moment in der Sonderaktion, das ist dieses Produktreihe, nennt sich Butterfly Brilliance.
Ihr könnt natürlich auch nur das Stempelset und die Stanzformen, die heißen fabelhafte Falter, zusammennehmen. Aber dazu gibt es halt dann noch dieses Designpapier. Ich meine, ich habe euch das schon mal gezeigt. Ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen machen wir es mal auf. Das gibt es nur, ich müsste jetzt aus Bauch heraus sagen, bis Mai. Also bis kurz vorm Erscheinen vom neuen Hauptkatalog. Und natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Ich meine, ich habe gestern mitbekommen, dass dieses Designpapier eventuell nicht mehr bestellbar sein könnte, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Anscheinend habe ich Glück gehabt, oder vielleicht gibt es das, oder es wird nochmal nachgeliefert, das weiß ich nicht. Und diese Schmetterlinge hier, die könnt ihr natürlich mit der Hand ausschneiden, aber die kann man auch mit diesen Stanzen ausschneiden. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und was mir total gut gefällt, also ihr habt von jedem Design, glaube ich, ich zähle jetzt mal 6 oder 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das ist natürlich beidseitig. Also das sieht schon mal super schön aus, so aquarellig. Und dann haben wir dieses Design mit ganz kleinen. Das ist mehr so in grün, Blautönen. Dann haben wir hier ja Regenbogenfarben, würde ich jetzt sagen. Und auf der anderen Seite, den Hintergrund habe ich schon verwendet. Da habe ich ja die Stained Glass Technik damit gemacht. Da habe ich diese Pusteblume drauf gestempelt. Und den Schmetterling. Das fand ich, hat super gepasst. Hier haben wir noch mehr Schmetterlinge. Und hier ist so ein etwas neutralerer Hintergrund. Ich glaube, das ist Calypso. Und dann haben wir noch diese Schmetterlinge. Müssen wir schauen, da. Und hier hinten diesen Hintergrund. Und dann diese. Und hinten ist das so. Also dieses Designpapier. Das gibt es dazu. Da gucken wir jetzt mal in die Stanzformen rein. Ich habe euch ja gesagt, man kann das ausstanzen. Wobei das auch nicht schwer ist, das mit der Hand auszuschneiden, ne? Also bei den Fühlern vielleicht, dann lässt man sie halt weg. So, und das sind ziemlich viele Stanzformen. Das ist hier so eine große. Das sieht man jetzt gleich gar nicht. Ich versuche das mal abzulösen, ohne dass sich irgendwas verbiegt. Das kommt dann auch gleich auf eine Magnetplatte. Ich hasse diese Klebedinger. So. Das wäre doch mal eine Idee, das gleich mit Magnetplatten auszuliefern, oder? Könnte man mal als Verbesserungsvorschlag machen. So, jetzt habe ich es. Also, das ist eine ganze Schmetterlingsform und die könnt ihr hier so rauflegen. Und dann passt das mit den Schmetterlingen hier überein. Könnt ihr das erkennen? Ich komme mal ein bisschen näher. So. Und da könnt ihr mit einem Rutsch sozusagen hier schon ein paar ausstanzen. Und das passt natürlich auch zu diesem Stempel. Ihr seht, das ist ein großer Stempel. Und diese Stanzformen sind natürlich darauf angepasst. So. Und ich habe halt erst gedacht, ich weiß nicht. So ein riesengroßer Stempel. Aber ich habe jetzt schon mehrere Videos gesehen, wie man das auch ganz geschickt machen kann, wenn man nur einen braucht. Und also ich bin jetzt kein Freund von Auseinanderschneiden, gebe ich ehrlich zu. So weit bin ich noch nicht. Da blutet mir das Herz. Aber man kann die natürlich auseinanderschneiden, klar. Und dann haben wir hier auch noch so Sachen für Hintergründe. Das sind wie so Steine. Hier so Linien, Punkte, da kann man die Hintergründe damit auch gut gestalten und natürlich ganz filigran die Schmetterlinge. Seht ihr das? Ich denke, die sind auch analog zu den Motiven. Und
Also das hier ist der große. Und dann haben wir hier den. Und jetzt muss ich gucken, das ist wahrscheinlich der. Ne, das ist der hier. Und dann ist das der hier. Und dann müssen wir mal gucken. Das ist dann wahrscheinlich der. Und der ganz kleine ist hier. Also wir haben zu allen Rahmen auch noch die filigranen Teile. Ja. Also Schmetterlingsstanzen liebe ich. Brauche ich. Ob ich es in der Anzahl brauche, weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss ich dann irgendwann auch mal aussortieren. Dann müssen halt ein paar ältere gehen. So, und dann gibt es dazu noch dieses Papier. Und ich habe mir am Anfang gedacht, wozu brauche ich denn das? Weil wir haben ja auch diese Reihe Ganz mein Geschmack, wo ja so viele Holzhintergründe auch drin sind. Bei dem jetzt ist hier das Besondere, also ihr habt hier nur zwei Blatt drin. Das ist ein besonderes Spezialpapier sozusagen. Weil das ist bereits geprägt. Und das weiß ich gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Das ist schon leicht geprägt. Also nicht so doll wie mit der Prägeform, die ich euch vorhin gezeigt habe. Aber man merkt es, wenn man drüber fährt. Und besonders auch auf der Rückseite. Die Rückseite könnte man natürlich auch verwenden, ne? dass da diese Linien hier so reingeprägt sind. Und was ich gesehen habe, es fällt mir der Name gar nicht ein, Daniela Hödel, glaube ich. Die hat gezeigt, wie man das mit Alkoholmarkern färben kann. Also wie man diesem Holz, das ist ja jetzt, glaube ich, so eine Buche-Optik, wie man dem andere Farben geben kann und das dann sogar teilweise viel interessanter aussieht als dieses helle Holz. Und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. So, das war meine Bestellung von SU. Ich habe noch ein anderes Päckchen bekommen. Ich hole es schnell her. So, hier ist es. Ich habe es gerade schon mal das Klebeband aufgemacht. Ich habe es nämlich tatsächlich noch nicht geöffnet. Ich weiß, was drin ist, weil ich weiß ja, was ich bestellt habe. Und zwar habe ich einen großen Vorrat an Mint-Tape geordert. ich hatte es euch ja schon mal gezeigt. Letztes Jahr hatte ich das schon mal bestellt und ich bin super begeistert davon. Ich benutze das ganz gerne. Ich wollte auch noch mal ausprobieren, wie das mit vollflächigen Klebehaftnotizen ist. Da habe ich noch keine. Müsste ich mir auch mal besorgen. Aber das funktioniert für mich super. Und ich habe ja auch schon viel mit Masking Paper rumprobiert und dann habe ich mir, das ist jetzt sozusagen mein Favorit von den ganzen Sachen, die ich ausprobiert habe. Das könnt ihr auch in Deutschland kaufen, also beim großen A zum Beispiel. Ich habe es jetzt dann gleich direkt mitbestellt bei scrapbook.com, weil ich hatte Glück, an dem Tag, wo ich mich entschlossen habe, ach, ich gebe mal meine Bestellung auf, waren viele Sachen sogar reduziert. Und ja, ihr seht, ich habe, glaube ich, 10 Päckchen bestellt. Ja, 10 Päckchen. Ich habe zugeschlagen. Und das kam gestern auch noch an. Da war ich schon ganz gespannt, wie lange es dauert, weil ich habe das, ich glaube, Anfang Februar bestellt. Mitte Februar sogar, Mitte Februar. Am 27.02. war es dann sogar schon in Deutschland und so lange hat es dann gedauert, bis es vom Zoll hier war. die Sendungsverfolgung ist der 1A. So, und das war sozusagen mein Auspackvideo für heute. Und wenn dann die Nachlieferung kommt, zeige ich euch die natürlich auch. Ich blende euch auch nochmal den Zeitraum ein, von wann bis wann das mit diesem Butterfly Brilliance geht. Und ich blende euch auch, wenn ich es nicht am Anfang schon getan habe, spätestens jetzt, den Gastgebercode ein. Den könnt ihr gerne benutzen. Der gilt bis Mitte April bei mir. Da schreibe ich euch nochmal das genaue Datum hin. Und da könnt ihr den benutzen für alle Bestellungen unter 200 Euro. Als Dankeschön würdet ihr von mir dann natürlich ein persönliches Goodie zugeschickt bekommen, wenn ihr das möchtet. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Und das nächste Video wird bestimmt wieder ein Kartenvideo. Tschüss!